Sie sind hier, 7. Dezember 2018, 11.14 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Schumacher ist seit diesem Jahr als Triathlet aktiv. Urheberrecht Getty Images. Der ehemalige Radprofi Stefan Schumacher qualifiziert sich für den Ironman auf Hawaii. Vor 10 Jahren wurde der Tour de France-Etappensieger noch des Dopings überführt. Der ehemalige Radprofi Stefan Schumacher hat 10 Jahre nach seinem positiven Dopingbefund noch einmal ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Der 37-Jährige qualifizierte sich am vergangenen Wochenende mit Platz 6 bei den Südamerika-Meisterschaften in Argentinien für den Ironman Triathlon 2019 auf Hawaii. Schumacher ist seit diesem Jahr als Triathlet aktiv, nachdem er Ende 2017 seine Laufbahn als Radprofi beendet hatte. Schumacher mit Doping-Vergangenheit: Dieser Sport hat mich schon lange fasziniert. Zudem habe ich als Radfahrer ja schon einmal eine richtig starke Disziplin, sagte Schumacher der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten über seine neue Leidenschaft. Beim Ironman hofft Schumacher auf einen Platz unter den ersten 10. Schumacher war während seiner Radsportkarriere unter anderem für das Team T-Mobile und Gerolsteiner aktiv gewesen. 2008 gewann er 2 Etappen bei der Tour de France und fuhr zwischenzeitlich im gelben Trikot des Gesamtführenden. Später wurde er jedoch des Dopings überführt. Seine Etappensiege bei der Frankreich-Rundfahrt wurden Schumacher aberkannt. Zudem wurde er für 2 Jahre gesperrt, von Sportinformationsdienst.